Vertical Bird. Go on, go on, come. Come on, come on, come on. You please leave yourself alone. Come on. Here, come on. Oh, fuck. Oh, you mank mongrel. Oh, sonny. You shouldn't be choking the gecko in the first place. Remember what happened to that gig in Hamburg? That groupie loved it. That wasn't a groupie, that was a roadie. But she had great tits. Man tits. They were man tits. Goddamn. Hey, what happened? Hey, what the sound's that? I don't know, bruv. It all just went. You fucking shite, you RP. I can't be held responsible for dodgy gear, all right? Come on, keep it together, man. You can't fuck with his flow. Finally, I thought I'd never get through to you. What the f... What's Torino? This? Is that you? What's happening here? Torino? Listen, you gotta pull one last string. Hold up, mate. Look, hold up, 1 second. Communists at the gate, Carl. I'm tired of this, Torino. I'm outside. Let's take a ride. Now I'm eating things. Fuck me. Hey, I gotta get out of here. You got this? Hey, dog, I gotta go hit a marketing meeting. I'm gonna catch you later. Right, my name goes, sunshine. My heart. Yeah, sweet as. Come on, you having that, Macca? You having that? I'm gonna die in the eye of the storm. That's my destiny. Well, no invite to the housewarming, huh, kid? I knew you'd come anyway. Yeah, well, that's not important right now. I'll bring you up to speed on the way. Get in. How long is this gonna take? I got my own shit to worry about. Would you like to see your brother this week? Yeah, what can I do? You just gotta steal a military jet off an amphibious assault ship and use it to destroy a flotilla of spy ships. Nothing big. Oh, man, you shitting. Would I shit you, Carl? There's a boat. All the gear you'll need is on board. I'll keep you briefed as you go. I ain't coming back from this one, am I? Yes, you are. Don't be ridiculous. Here, take this earpiece. Trust me, do as I say. You'll be home for a blowjob and a bologna sandwich. Das könnte die schrecklichste Mission des Spiels werden. Auf dem Schnellboot befinden sich eine Pistole mit Schalldämpfer und ein Messer. Ja, denn wir müssen einen Jet stehlen und den dann benutzen, um andere Jets zu vernichten. Und naja, die Steuerung von Flugzeugen ist bekanntermaßen nicht so gut. Auf nach Easter Basin also, das kennen wir ja bereits. Du musst zu dem Schiff. So, und da sind wir auch schon. Der Flugzeugträger ist also unser Ziel. Once you're on the inside, I cannot help you. Well, can you help me now? Well, no. Actually, no. Grandios. Du musst in das Schiff hinein, bevor sich die hintere Luke schließt. Wenn du schwimmst, werden dich die Wachen nicht so leicht entdecken. So, dann machen wir es doch mal auf die Art und Weise. Platsch. Und hinein mit uns. Findet den Kontrollraum, um die SAM-Abschussvorrichtungen abzuschalten. Klau einen der Militärjets. Versuche, die Wachen nicht zu alarmieren. Das könnte kompliziert werden, aber wir versuchen's. Also dann. Mal sehen, wie weit wir kommen, ohne jemanden zu alarmieren. Ich habe keine Ahnung, denn das geht schon hier vorne los. Ah, okay, die trennen sich bereits. Das Problem ist, ist er alleine hier? War da nicht gerade noch ein zweiter? Ich kümmere mich einfach mal um den. Ah, das hat ja super funktioniert. Du bist von der Wache entdeckt worden, ja. Der Flugzeugträger ist im Alarmzustand versetzt worden. Großartig, das ist doch extrem gut gegangen gerade. Ich glaube, ich habe das noch nie geschafft, ohne entdeckt zu werden. Also dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als uns den Weg hier durchzukämpfen. So, nur mal kurz schauen, wo hier was ist. Ich weiß nicht, ob wir hier schon lang müssen. Ja, ich glaube, hier ist die Abschussvorrichtung, also die Steueranlage für die Abschussvorrichtung. Du kleines Sackgesicht, das hast du dir so gedacht, wa? Vergiss es. So, schön, dass wir hier Snacks kaufen können. Da können wir uns auch mal zwischendurch heilen.
Oh, was? Ich sehe gar nichts hier. Scheiß Perspektive. Okay. Da hinten ist einer. Irgendwo zumindest. Naja, wir gehen erstmal kurz die Sam abschalten. Ich sollte dann vielleicht auch wirklich was vom Snackautomaten mir holen. Ich weiß es noch nicht so richtig. Könnte aber wahrscheinlich nicht schaden. Was ist denn das ja eigentlich? Ach ja, Raketen, natürlich. Also dann, aus das Ding. Gut. Und jetzt klau einen der Militärjets. Okay, wir gehen mal ein bisschen behutsam vor. Kommt da jemand? Nee. Okay, dann gehe ich erstmal ganz kurz hier was essen. Was man halt so macht, wenn man einbricht in einen Flugzeugträger, um einen Militärjet zu klauen, ne? Man schnappt sich erstmal ein paar Snacks am Automaten. Okay, jetzt können wir. Wir müssen mal schauen. Ah, da hinten springt schon einer rum. Wir können ja die Kisten als Deckung benutzen. Ja, so viel dazu. Mal sehen, kommt er her? Ich gehe mal lieber ein Stück zurück. Nicht, dass ja einer von der Seite kommt und mich überraschen will. Ah, sieh mal. Das war's für ihn. Wo ist der andere? Ja, ich weiß, klar, einer Militärjets. Ich muss bloß erstmal kurz schauen, wo hier die Freunde sind, die Gastgeber und so. Ah, sieh mal an. Wow! The fuck? Was war das denn? Alter! Man kann es ja auch übertreiben. Okay, ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen snacken gehen. Das kann, glaube ich, nicht schaden gerade bei der Lage. Da explodiert einfach mal der Gabelstapler. Das war aber nicht ich. Ich habe da nicht drauf geschossen. Glaube ich. Vielleicht auch doch. Ich weiß es nicht. Egal. So, das reicht. Wir wollen ja nicht fett werden. Und dann schauen wir mal, wie viele haben wir denn hier? Die Sache ist, alle, die wir hier übrig lassen, die werden uns dann verfolgen. Deswegen müssen wir mal ein bisschen schauen, dass wir die anderen vielleicht aus dem Verkehr gezogen kriegen. So. Erstmal den einen nur. Ich will erstmal schauen, wie groß der Explosionsradius so ist. Okay. Ah, der hier vorne, der hat schon ganz schön mitgenommen, kann das sein? Oh, das war ein bisschen kurz. Naja. Komm, lass noch mal ein bisschen näher eins hinwerfen. Mal schauen, ob das reicht. Ich denke schon. Nein, ach, was machst du denn? Okay, schauen wir mal. Ich gehe schon mal hier hinter zu dem hin. Der soll es sein für mich. Gut, ich glaube, das hat funktioniert. Der sieht noch in Ordnung aus. Gut, damit werden die mich schon mal nicht verfolgen. Jetzt geht es darum, die Steuerung vernünftig hinzukriegen. Das wird der Knackpunkt in dieser Mission. Nutze Nummer 2 und Nummer 8, um die Ausrichtung des Schubdüsen zu verändern. Vertikal für Start und Landung, horizontal für Vorwärtsschub. Ach du Schande. So, fahren wir schon mal das Fahrwerk ein. Na dann. Ich drehe mich mal ein Stück von der Brücke weg, bevor ich hier weiter starte. Okay, ich glaube, ich habe die Düsen rumgedreht. So, und jetzt... Ja, jetzt wird's witzig. Drücke und halte Leertaste, um den Feind anzuvisieren. Wenn sich das Farbenkreuz rot färbt, ist es zerfasst. Drücke Steuerung L, um eine zielsuchende Rakete abzufeuern. Ja, und den Militärjet haben wir natürlich auch noch an der Backe. Na, mal schauen, wie das wird. Ich muss erstmal kurz hier mit der Steuerung klarkommen.
Drücke Maustaste L, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Ach, das sind die Dinger. Okay. So? Probieren wir das mal. Es sah zumindest schon mal ganz gut aus. Ich sehe gar nichts gerade. So, wir feuern einfach mal alles ab, was wir haben. Irgendwann wird schon mal was explodieren da unten. So, vielleicht noch mal ein bisschen Abstand gewinnen. So sollte das passen. Nicht so. Ja, ich glaube, ich muss noch ein Stück weiter nach links. Ja, genau. Hallo? Es dauert ja ewig, bis du das anvisierst, Junge. Mann. Da habe ich schon extra so eine große Runde geflogen. Bin geflogen. Ach, was auch immer. Ah, zu spät. Jawohl, Spionageschiff zerstört, drei Schiffe übrig. Ganz ehrlich, ich würde viel schneller kommen, wenn ich einfach mit einem Boot dort unten rumsegeln würde, rumschippern würde und die Dinger per Hand ausschalten würde, als hier mit dem Jet. Das Ding ist so arschschnell, man ist sofort über die Ziele hinweg. So, das hat offenbar noch nicht gereicht. Wahnsinn. Was die Dinger aushalten, Mensch. Okay, aber der Militärjet scheint sich überhaupt nicht für uns zu interessieren. Der lässt uns total in Ruhe. Finde ich gut. Okay. Spionageschiff zerstört. Zwei Schiffe übrig. Wir kommen vorwärts. Das wäre ja der Shit, wenn ich das beim ersten Versuch schaffen würde, Mensch. Aber die Steuerung ist doch ganz passabel dafür, dann am Ende. So, da war es nur noch eins. Und auch das wollen wir uns noch holen. Das wird wahrscheinlich erst auf dem Rückflug, wenn ich dann von der Brücke wieder komme. Oh. Ja, ja, hier unten ist es, okay. Das kriegen wir hin. Mal schauen, ob wir dann noch den einen Jet abschießen müssen, aber selbst das sollte funktionieren. Ich muss sagen, ich habe es irgendwie schlimmer befürchtet. So. Jetzt. Ziel anvisieren. Ziel anvisieren. Jawohl. Alle Spionageschiffe zerstört. Jetzt schalte die übrigen Jets aus. Wo ist er denn? Ich habe keine Ahnung. Na gut. Dann fliegen wir mal ein bisschen im Kreis. Er ist unter mir. Ich weiß bloß nicht, wie weit unter mir. Ah. Alles klar, den holen wir uns. Unter mir? Wo ist er denn? You see? Oh! Child's play! Fuck you, Torino! I never want to go through this again! I think I'm a Earl! Oh, what a big wine! You want some cheese with that wine? Hey, you were spectacular. You know what? I'm beginning to think my little Carl's a double agent. Shut up, Torino! Where you want this thing? What thing? I don't know what you're talking about. You stole it. Got nothing to do with me. I don't know what you're talking about. See you around. Torino! Torino! Shit! Ja, ja. Jetzt haben wir das Ding an der Backe. Aber ich habe absolut nichts dagegen, einen Jet bei mir zu Hause stehen zu haben. Und ich schalte schon mal auf die andere Art und Weise zu fliegen. Jetzt sind wir nämlich ein bisschen wie ein Helikopter unterwegs. Wenn wir die Senkrechtstarter-Art und Weise benutzen. Und damit können wir ein ganzes Stück gediegener landen. Das ging verdammt gut. Und ich hatte jetzt gar nicht mitgekriegt, dass wir den wirklich getroffen hatten. Sehr cool. Also, dass das gleich beim ersten Versuch so klasse klappen würde. Ich kann mich nicht daran erinnern, das Ding im ersten Versuch mal geschafft zu haben. Wahnsinn. So, landen wir noch schnell. Ach, da drüben ist die Landefläche. Mit dem Ding kann man ja jetzt auch wirklich sehr gediegen landen, weil es eben ein Senkrechtstarter ist. Ach, ein Traum. Ich bin begeistert. Ich bin echt begeistert. Und damit
haben wir unsere Schuld bei Torino abgearbeitet. Das heißt, Sweet kommt frei. Ist das nicht ein Traum? Alles wird gut. Steuere das Flugzeug in den Hangar. Das kriegen wir auch noch hin. Da müssen wir bloß kurz die Düsen umstellen. So. Und damit wäre das erfüllt. 50.000 Dollar für uns. Die Hydra wird nun immer in diesem Hangar verfügbar sein. Ein Traum, Leute. Ein Traum.